Aufgabe aus der Beispielsammlung 2017, Seite 9, Nummer 16. Ich möchte es hier nochmals erwähnen. Im Oktober 2016 kommt die neueste Beispielsammlung heraus. Da steht dann als Jahreszahl nur 2017 oben. Auf diese Beispielsammlung beziehen sich die Angabe der Seite und der Nummer. In der Vorgängerausgabe, das ist jene, wo die Jahreszahlen 2016-17 oben stehen, ist diese konkrete Aufgabe auf Seite 9 unter Nummer 11 zu finden. Für das Mitmachen der Videobeispiele ist es völlig unerheblich, ob man über eine Beispielsammlung verfügt oder nicht, weil ich ohnehin immer alle nötigen Texte und Angaben hier erwähne. Diese Aufgabe handelt über den Baikalsee, einen großen Süßwassersee in Russland. Aufgabenteil A. Der Baikalsee stellte bis 1996 mit 20% des weltweiten Süßwassers den größten Süßwasservorrat der Welt dar. Seither verringerte sich der Inhalt des Baikalsees um 25% und beträgt nunmehr 18.400 Kubikkilometer. Geben Sie die weltweiten Süßwasservorräte der Erde im Jahr 1996 an. Veranschaulichen wir uns den Sachverhalt auf einer Zeitlinie. Ich wähle hier links heute und habe mir erlaubt, rechts 1996 zu legen, weil ich dann etwas besser einzeichnen kann. Was wissen wir? Im Jahr 1996 entsprach der Inhalt des Baikalsees 20% wovon vom weltweiten Süßwasser, vom gesamten, vom ganzen Süßwasser, das Ganze sind immer 100%. Heute hat der Baikalsee noch 75%, denn im Text steht ja, der Inhalt hat um 25% abgenommen. Also sind heute noch 75% vom damaligen Süßwasserbestand des Sees vorhanden. Also die 100% des heute entsprechenden 20% vom Jahr 1996. Und wir wissen, heute ist der Inhalt 18.400 Kubikkilometer. Ich möchte zur Bestimmung der weltweiten Süßwasservorräte der Erde im Jahr 1996 Schlussrechnungen, also auf Deutsch Dreisatzrechnungen, wählen. Wir wissen zunächst, dass die 18.400 Kubikkilometer 75% entsprechen und wollen nun bestimmen, wie viel Kubikkilometer dann 100% sind. Im Österreichischen sagt man Schlussrechnung, weil man hier von einer Mehrheit, ich gehe jetzt von der Spalte aus, in der ich beide Zahlen kenne, von der Mehrheit von 75 auf eine Einheit, also hier auf 1% schließt und dann wiederum von der Einheit auf eine Mehrheit. Im Deutschen sagt man Dreisatz, weil drei der Größen gesetzt sind, also als Zahlen bekannt sind, die vierte ist zu bestimmen. Was bei einer Schlussrechnung oder einem Dreisatz wesentlich ist, man muss ermitteln, ob es sich um ein direktes oder indirektes Verhältnis handelt. Prozentrechnungen bedeuten immer ein direktes Verhältnis, denn ich kann ja sagen, je mehr Prozent ich suche, habe, desto mehr Kubikkilometer werden es sein. Es würde auch genauso sein, je weniger Prozent ich bestimmen möchte, desto weniger. Also bei je mehr, desto mehr, je weniger, desto weniger ein direktes Verhältnis. Ich gehe nun in die Spalte, in der ich beide Zahlen kenne. Und wir schließen von 75 auf 1. Das heißt, wir müssen 75 durch sich selbst, durch 75 dividieren. Das ist dann 1. Und von 1 auf 100 komme ich, indem ich 1 mit 100 multipliziere. Beim direkten Verhältnis wird
werden die gleichen Rechenschritte auf die x-Spalte angewandt. Wir dividieren also durch 75 und multiplizieren mit 100. Das heißt dann, x ist gleich, die Zahl oberhalb des x kommt oberhalb des Bruchstrichs, 18.400 mal 100 durch 75, nicht vergessen, der Bruchstrich ist ja ein Divisionszeichen. Das gibt ausgerechnet auf zwei Nachkommastellen gerundet 24.533,33 Kubikkilometer. Nun wissen wir, dass diese 24.533,33 Kubikkilometer die 20% des weltweiten Süßwassers des Jahres 1996 sind. Also können wir jetzt in einer zweiten Schlussrechnung sagen, die 24.533,33 Kubikkilometer entsprechen nun 20% und wir suchen wiederum die 100%. Auch hier, wir schließen von 20 auf 1, indem wir durch 20 dividieren und 1 mal 100 ist 100. Ebenso rechnen wir mit der x-Spalte und x lautet damit 24.533,33 mal 100 durch 20 und das ergibt 122.666,65 Kubikkilometer. In der schriftlichen Lösung der Beispielsammlung lautet die letzte Kommastelle 7. Das ist deswegen, weil ich meistens, wenn ich Aufgaben rechne, die Teilergebnisse im Rechner belasse. Ein Taschenrechner rechnet mit wesentlich mehr Stellen und dann können sich Rundungsabweichungen ergeben. Diese sind völlig unbedeutend. Die Antwort lautet: Die weltweiten Süßwasservorräte betrugen im Jahr 1996 122.666,65 Kubikkilometer. Aufgabenteil B. Bitte beachten bei der Matura, dass die Aufgabenteile A, B, eventuell auch C völlig unabhängig voneinander zu berechnen sind. Ich greife also jetzt auf keine Angabe von Aufgabenteil A zurück. Einzige Ausnahme wäre, wenn es eine Kopfzeile oder Kopfzeilen vor A gäbe, die beziehen sich dann auf alle Aufgabenteile. Wir haben hier sowas nicht. Unter B steht nun: Angenommen, der Baikalsee fasste im Jahr 1996 24.500 Kubikkilometer Wasser. Geben Sie diesen Inhalt in Liter in normierter Gleitkomma-Darstellung an. Unser Freund Fredo ist ja ein schlauer Fuchs. Er denkt: Naja, ich weiß, ein Kubikdezimeter besteht aus 1000 Kubikzentimeter und ein Kubikmeter besteht aus 1000 Kubikdezimeter, ja, dann wird ja wohl auch ein Kubikkilometer aus 1000 Kubikmetern bestehen. Gedacht ja, schlau nicht, denn dieser Geistesblitz hat leider falsch eingeschlagen. Das stimmt hinten und vorne nicht. Veranschaulichen wir uns das mit einem Würfel, der jeweils die Seitenlänge von einem Kilometer, sprich von jeweils 1000 Metern besitzt. Länge 1000 Meter, Breite 1000 Meter und Höhe 1000 Meter. Das Volumen eines Würfels wird bestimmt: Länge mal Breite mal Höhe, also 1000 Meter mal 1000 Meter mal 1000 Meter. Ich rufe in Erinnerung, wenn zwischen einer Zahl und einem Buchstaben kein Rechenzeichen steht, ist mal gemeint. Auch wenn ungewohnt, ich könnte schreiben 1000 mal Meter mal 1000 mal Meter mal 1000 mal Meter. Die Multiplikation ist ja vertauschbar. Ob ich jetzt, anderes Beispiel, 2 mal 3
oder 3 mal 2 schreibe. Es wird hoffentlich immer in etwa 6 herauskommen. Deswegen kann ich jetzt diese Angabe auch anschreiben als 1000 mal 1000 mal 1000 mal Meter mal Meter mal Meter. 1000 mal 1000 mal 1000, das ergibt im Kopf, im Rechner, wo auch immer ermittelt, 1 Milliarde. Eine 1 mit 9 Nullen und Meter mal Meter mal Meter ist nichts anderes als Kubikmeter. Potenzen, ich könnte mir hier m hoch 1 denken, Potenzen gleicher Basen werden multipliziert, indem man die Hochzahlen addiert. 1 plus 1 ist 2 plus 1 ist 3. Also, ein Kubikkilometer besteht nicht aus 1000 Kubikmetern, sondern aus 1 Milliarde Kubikmetern. Ich verwandle nun die 24.500 Kubikkilometer zunächst in Kubikmeter. Wir wissen jetzt, ein Kubikkilometer besteht aus 1 Milliarde Kubikmetern. Um von 1 auf 1 Milliarde zu kommen, muss ich 1 mit 1 Milliarde multiplizieren. Das heißt, ich muss auch die 24.500 mit 1 Milliarde multiplizieren und erhalte 2,45 mal 10 hoch 13 Kubikmeter. Das ist bereits die geforderte normierte Gleitkommadarstellung. Nun verwandeln wir die Kubikmeter in Kubikdezimeter. Ein Kubikmeter besteht aus 1000 Kubikdezimetern. Ich komme von den Kubikmetern, also von 1 auf die Kubikdezimeter, also auf 1000, indem ich mit 1000 multipliziere und erhalte per Taschenrechner 2,45 mal 10 hoch 16 Kubikdezimeter. Ein Kubikdezimeter entspricht 1 Liter. Ich schreibe es jetzt nochmal so an. Ich muss natürlich mit gar nichts mehr multiplizieren, weil 1 ist ja wohl 1 mal 1. Die Multiplikation mit 1 ändert wenig, nämlich gar nichts. Und wir wissen nun, dass die 24.500 Kubikkilometer 2,45 mal 10 hoch 16 Litern in dieser normierten Gleitkomma-Darstellung angegeben entsprechen. Auch nicht vergessen, wird keine Antwort geschrieben, dann ist das Ergebnis klar zu kennzeichnen. Aufgabenteil C, folgende Aussage. Mit dem Süßwasser des Baikalsees, wir nehmen jetzt 18.400 Kubikkilometer, wie gegeben an, können 7 Milliarden Menschen 50 Jahre lang mit Wasser versorgt werden. Man geht davon aus, dass jeder Mensch täglich im Schnitt 150 Liter Wasser benötigt. Beurteilen Sie den Wahrheitsgehalt dieser Aussage unter Zuhilfenahme einer Rechnung. Laut BIFI in Wien gilt: Beurteilen gehört zum Argumentieren. Und beurteilen bedeutet zu einem Sachverhalt Stellung nehmen. Hier ist ein Beispiel angeführt. Beurteilen Sie die Sinnhaftigkeit der Investitionsrechnung. Unter der hier angegebenen Internetadresse findet man die Signalwörter, die das BIFI herausgibt. Sie sind aber auch am Ende meines Skriptums angegeben. In unserem konkreten Fall bedeutet nun beurteilen zweierlei. Erstens eine Rechnung oder Rechnungen durchführen und zweitens eine verbale, also wörtliche Begründung anführen zur Rechnung. 7 Milliarden Menschen, das ist die 7 mit den 9 Nullen. Jeder Mensch verbraucht laut Angabe 150 Liter täglich, also multiplizieren wir die 7 Milliarden mit 150. Und jetzt müssen wir diese Zahl noch mit 365 multiplizieren, denn
wir nehmen das Jahr mit 365 Tagen an, wenn die Menschheit täglich 7 Milliarden mal 150 Liter Wasser benötigt, dann benötigt sie in einem Jahr 365 mal so viel und in 50 Jahren nochmals 50 mal so viel. Das ergibt 1,92 mal 10 hoch 16 Liter. Zum Baikalsee. Der besitzt laut Angabe 18.400 Kubikkilometer, nochmals die Umformungen jetzt nicht mehr ganz so genau. Wir multiplizieren die Kubikkilometer mit einer Milliarde, um auf Kubikmeter zu kommen. Das sind 1,84 mal 10 hoch 13 Kubikmeter. Nun multiplizieren wir die Kubikmeter mit 1000, um auf Kubikdezimeter zu gelangen. Das sind 1,84 mal 10 hoch 16 Kubikdezimeter. Und da ja ein Kubikdezimeter einem Liter entspricht, ja, ich kann hinschreiben mal 1, aber diese Zahl 1,84 mal 10 hoch 16 sind dann auch gleich die Anzahl der Liter. Nun noch die verbale Begründung. Da der Baikalsee nur 1,84 mal 10 hoch 16 Liter besitzt, aber 1,92 mal 10 hoch 16 Liter benötigt würden, ist die Aussage falsch. Nochmals nur beides zusammen, Rechnung und Begründung, bedeuten die vollständige Beantwortung, bedeuten vollständiges Beurteilen.